und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Hero Zero. Und zwar habe ich heute schon meine Energie komplett aufgebraucht und habe ja auch schon mehrere Gegenden freigeschaltet. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Man startet ja zu Hause hier in der Nachbarschaft. Dann kommt man zu dreckige Innenstadt. Die sieht wirklich dreckig aus. Zentrum von Grenburg. Dann finde ich hier... Das Ende ist nah. Hier so ein typischer mit so einem Schild durch die Gegend laufenden. Auch sehr, sehr schön. Und dann State Capital. Das nächste kann ich leider erst freischalten, wenn ich Stufe 40 erreicht habe. Ich bin 34 jetzt mittlerweile. Ich bin nicht den ganzen Tag am Zocken oder so, deswegen und abends lasse ich oft auch hier die Arbeit laufen, damit ich nächsten Tag ein paar Münzen habe, entweder um meinen Charakter hochzustufen weiter oder eben halt das Team zu pushen, beziehungsweise zu pushen hier. Und hier haben wir schon, habe ich hier das gelassen, weil wir sind immer noch 5 Leute. Ich habe zwar immer wieder welche eingeladen, aber die möchten anscheinend nicht oder sind inaktiv, wie auch immer. Manche gucken auch einmal nur die Woche oder anscheinend hier rein. Auf jeden Fall habe ich hier dann das so gelassen, wie es war. Auf Stufe 10 der Quartiere eben halt, dass wir nur 10 Mitarbeiter bzw. 10 Leute sein können. Wir sind um die Hälfte, also brauche ich da noch kein Geld rein investieren. Dann haben wir hier bereits auf Stufe 13 von 50 und können bisher 13% der Erfahrung, also Grundfertigkeiten hier, der Fähigkeiten, was wir hier die Erfahrung haben, können wir eben halt bei einem Angriff oder sowas nutzen. Und das gilt ja für alle, deswegen habe ich hier Geld rein investiert als bei mir selbst. Und weil ich Anführer bin, denke ich, muss ich das sowieso ein bisschen pushen. So, was haben wir hier? 20% haben wir Teammitglieder erhalten, Erfahrungsbonus für Missionen. 20% finde ich super, also... Es ist ja auch etwas, was man wiederkriegt, ne? Und wenn alle dann drin sind, die dann so weit sind und so weiter. Dann haben wir hier Teammitglieder erhalten Münzbonus auf Missionen und Arbeit. 22% haben wir bis jetzt. Das nächste ist 24%, finde ich schon sehr, sehr geil. Wir haben ja schon das Team auf 25% fertig. Das finde ich sehr cool. Allerdings wird natürlich hier alles immer wieder weiter teurer und so weiter. Ich habe aber hier immer gut wieder was rein investiert. Zurzeit sind das hier unsere Mitglieder. Und wow, ich habe schon 41.518 Gold rein investiert. Das ist ja schon sehr, sehr viel. Nicht schlecht. Vom Rang her, ich habe hier den Destroyer, habe ich hier auf... Der ist ja auch schon Stufe 35, habe ich auf Berater gestuft. Ich gehe nämlich jetzt ja in den Urlaub. Das habe ich hier nochmal aktualisiert. Ich bin doch länger weg als gedacht, weil wir müssen zuerst fahren wir in den Urlaub, dann fahren wir wohin besuchen und helfen. Dann fahren wir zu jemand anders jemanden besuchen direkt weiter und dann fahren wir noch zu meinen Eltern auch noch, weil mein Vater Geburtstag hat am 31.07. und dann... sind wir endlich auch irgendwann wieder hier. Das heißt, wir müssen wahnsinnig viel packen, wir müssen viel vorbereiten und Planung und alles. Und also wir sind ziemlich lange unterwegs. Hoffentlich werden wir auch sehr viele, ich würde gerade direkt sagen, Pokémon fangen, weil wir haben Pokémon Go jetzt angefangen gehabt. Und ja, vielleicht gucke ich mal, dass ich bei Twitter oder sonst irgendwie versuche, mit dem Handy euch auf dem Laufenden zu halten, wie der Urlaub so ist und so weiter. Leider kann ich keine Vlogs machen, dazu fehlt mir eine Kamera und sowas alles. Weil mit dem Handy, ich weiß nicht, das sagt mir überhaupt nichts zu, das ist irgendwie bläh. So, gucken wir mal hier. Der könnte interessant sein. Der ist so krass. Der, wow. Ja, nee. Nee. Oh, die haben ja aber hier echt schlecht welche zum Anbieten, zum Angreifen geboten jetzt hier. Also jetzt muss ich doch mal gucken, dass ich gucke, dass ich hier jemanden angreifen kann. Jo. Einfach nur, damit ich mal ein bisschen Kohle wieder ein bisschen...
und so krieg halt. Oh, und eine Brille. Ja, die ist sogar besser. Oh, das ist ja gut. Das hat sich ja direkt mal gelohnt. Gucken wir mal bei der Liga. Da haben wir jetzt die Möglichkeit wieder. Da sind wir auch schon ganz gut voran. Wir sind Bronze 1 mittlerweile. Hier können wir einen nochmal angreifen. Da müsste ich glatt gewinnen. Yep. So, Bronze 1. So wird's gemacht. Champ. 10 Ligapunkte und 166 Münzen. Erreiche 85 weitere Ligapunkte, um die Silber 3 Liga aufzusteigen. So eilig habe ich es eigentlich gar nicht, aber gut. 10 Ligakämpfe in Folge gewonnen. Oh, das habe ich echt schon geschafft. So, jetzt einlösen. Die werde ich auch noch so gut es geht. Die Punkte auch noch verteilen hier. Die Trainingspunkte. Ich habe jetzt mittlerweile 23. Starten wir eben mal auch hier. Ich habe allerdings keine Donuts. Ich habe hier irgendwie einen Mangel. Sonst habe ich hier immer mit den Heldentaten, also mit den Quests fertig kriegen und sowas alles. Habe ich eigentlich immer welche bekommen, aber irgendwie nicht. Zweimal Bengel arrestieren. Okay. Wen haben wir denn hier? Du kommst hier nicht rein. Ah, Türsteher besiegen. Oho, oho. Waren erneuern. Einmal... Von 5 Mal pro Tag Waren erneuern. Okay, 5 Mal. Alter Schwede, lohnt sich das denn überhaupt? Nicht wirklich. Der Gegenstand ist sowieso wahrscheinlich wieder uninteressant für mich. Das machst du übrigens, läuft dir einen Missionsbooster. Ich glaube leider, dass ich einen Missionsbooster noch drin habe hier. Arbeitsbooster, Missionsbooster habe ich noch drin. Fähigkeitenbooster habe ich nicht drin. Es lohnt sich für mich jetzt auch nicht zu kaufen, weil ich bin die Tage nicht da. Ich bin auch nach 7 Tagen nicht wieder da. Also ich bin wirklich 2 Wochen oder so, gute 2 Wochen bin ich unterwegs. Lohnt sich für mich nicht. Ich werde es auf jeden Fall danach wieder holen. Ich habe nämlich gelesen in den Kommentaren natürlich, ich bin ja immer dabei und lese das und bedanke mich auch natürlich für die tollen Ratschläge und Tipps und so weiter, die ihr in meinen Videos mir gebt. Das ist wirklich toll von euch. Dankeschön. Aber jetzt lohnt sich die für mich nicht, weil das wäre jetzt totale Verschwendung. So, was haben wir hier noch? Die Brille wollen wir noch wechseln mal eben. Jetzt gucken wir uns das auch mal die natürlich erstmal verkaufen. Zack. Und wieder Kohle gekriegt. Ich behalte die ja nämlich nicht so wirklich. Ja, wir lassen sie mal. Passt zu dem Blau fast. Fast, nicht ganz, aber fast, ne? Ah, die Stiefel finde ich, da haben wir vorne so eine, komischen Dinge. Haben die nicht, in den ganzen Western-Filmen hinten getragen? So Stollen, so irgendwie so Hackendinger da? Ich weiß gar nicht, warum man die überhaupt getragen hat. Vielleicht für Pferde oder so, mit dem Reiten. Ich weiß, ich kenne mich da nicht mit aus. Wenn ihr das wisst, sagt es mir mal. Ich habe vor, gleich nach der Zeit... Wo ist eigentlich die Fernbedienung hin? Ich habe keine Fernbedienung mehr. Ich kann keine Batterien mehr anwenden. Hm. Komisch. Vielleicht bin ich auch zu hoch mit dem Level. Na gut. Erreiche Stufe 60, um die Begleiter freizuschalten. Oh, da bin ich ja richtig gespannt drauf, Leute. Aber das dauert noch ein kleines bisschen. Aber ich werde auf jeden Fall die nächste Folge wieder warten, eine lange Zeit, damit ihr seht, dass ich wirklich hier auch vorankomme. Und wenn mal wieder was Interessantes zu erzählen ist oder sowas, habe ich mir mal überlegt, das so zu machen. Und das Training ist gleich absolviert. Dann werden wir gleich mal hier die... Hier kannst du dich... Hier, das ist hier so ein Missionsdinger, da kann man so Leute wiederfinden, die entweder oder befreien, die entführt wurden oder so. Ich dachte mir, ich zeig das nochmal. Ich hatte offline, also ohne euch das zu zeigen, habe ich die eine Mission davor nämlich gemacht. Habe ich fertig gekriegt, gerade so. Und dann habe ich bei einer normalen Mission, so einem ganz alltäglichen Ding hier, habe ich dann nochmal ein Bild gefunden, dass wieder jemand entführt wurde. Und da müssen wir natürlich nachhaken. Das müssen wir natürlich ändern. Beziehungsweise die Personen befreien. Und das machen wir gleich in einer Minute. Wir gucken aber eben nochmal kurz, können wir hier nochmal angreifen? Wie lange dauert das noch? Boah, fast eine Stunde.
Hier können wir noch mal angreifen. Sehr schön. Gucken wir doch mal. Der müsste ja interessant sein. Könnte aber knapp werden. Also ich glaube, da könnten wir verlieren. Gewonnen. Und wir haben etwas Komisches, Dreckiges bekommen, womit wir nichts anfangen können. Können wir direkt mal auf Verkaufen gehen und das wegschmeißen, sozusagen. 1000 haben wir wieder gekriegt. Wie viel kosten denn so im Schnitt schon? 400 noch was? 500 noch was? Wow. So schnell kann das Geld weg sein. Aber wir müssen eben halt nachgucken, dass wir immer alles nachziehen hier mit dem allen drum und dran. Kraft habe ich schon über 400, das finde ich sehr, sehr gut. Allerdings gibt es hier schon welche, die über 1000 hier haben. Also nicht schlecht. Okay, und fertig. Ja, dauert nicht mehr lang, dann habe ich hier wieder Kraft dazu. Kriegen man ja immer plus 5, das finde ich sehr, sehr schön. So, Sondereinsätze. Hier kann man natürlich schwerer jetzt. Allerdings gehen wir hier rein. Hier habe ich bei dem hier schon am Anfang verloren. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh. Wir müssen einen guten Schlag gleich noch setzen. Oh, ouch. Ja. Oh, Gott sei Dank, er ist nicht ausgewichen. Sehr schön. Aber hier ist es auf jeden Fall schwieriger. Oh, ich weiß nicht. Gucken wir mal. Stufe 31. Ui. Oh, aber die ist auf jeden Fall besser. Gibt 20 mehr allgemein. Also der sieht definitiv witzig aus. Also dieses schönes Kroko hier. Ist Kroko hier? Ja. Okay, wir müssen definitiv noch was für Stärke machen. Aber wir gewinnen. Wenn er jetzt nicht komplett immer ausweicht. Oh, 1500 mal. Einen guten Schlag gemacht. Wahnsinn. Das ist wirklich nicht schlecht. Wir werden es aber nochmal hier rein investieren. Wir brauchen mehr Kraft. Können wir gerade so. Ha, das ist gut. So, dann werden wir hier direkt die Bowlingkugel auswechseln. Die beiden Sachen vertickern hier. Gucken wir nochmal. Können wir nochmal hier irgendwo. Noch ein bisschen Leben. Okay, ja. Nicht ganz so viel Kohle. Okay. Da ist das Geld auch schon wieder weg. Gut, dann gehen wir aber trotzdem hier weiter. Und versuchen den dritten hier noch. Oh. Der gehört sogar zu so einer Sammlung. Die kann man auch sammeln. Dann kann man auch fortschrittliche Sachen, Erfahrung oder irgendwas bekommen. Oder Trainingspunkte eben halt. Oh, da ist das ausgerufen. Ah, der macht auch schon. Oh. Das war ein guter Schlag von uns. Ein wirklich guter Schlag. Jetzt müssen wir nur noch einmal treffen. Yes! Geschafft. Ist das geil. Okay, 5. Er gehört auch zu einer Sammlung. Aber wir gucken erstmal, was hatten wir jetzt hier gekriegt? Ist das besser? Ja, ist besser. Das sieht doch schon viel besser aus, Leute. Viel, viel besser. Wenn wir direkt mal verkaufen. Und gucken wir mal, hier haben wir jetzt weniger gekriegt gehabt. Einmal können wir noch. Sehr schön. Ja, hier ist jetzt bedeutend weniger. Jetzt müssen wir wirklich aufpassen. Da müssen wir jetzt wirklich bei der nächsten Gelegenheit höher stufen alles. Wir versuchen es trotzdem. Wir versuchen es natürlich trotzdem. Ist ganz klar. Oh, das war gar nicht gut. Weich doch mal aus! Oh, Gott sei Dank. Mann, das war aber knapp, Leute. Beim nächsten Schlag hätte er uns definitiv gehabt. Das ist mir zu knapp. Wir können auch wieder aufhören. nee, da verlieren wir ja noch mehr davon da oben. Und es gibt nur plus 1, also verzichte ich lieber drauf. Auch wenn die definitiv vielleicht besser aussehen. Ja, die sehen besser aus, aber ich kann das hier nicht unter 200 bringen. Dann kann ich ja gleich Handtuch werfen. Es reicht schon, dass wir das so hochputschen müssen. So, also hier haben wir auf jeden Fall viel geschafft. Wir können aber nicht mehr weitermachen, weil das ist dann so definitiv eine Niederlage.
So, was können wir noch machen? Gucken wir mal, wie weit das hier ist. Hier haben wir nur 9. Hier haben wir 3. Gut. Arbeiten brauchen wir noch nicht gehen. Dann gucken wir mal kurz in einem Team nach. 2000. Das nächste, was ich hier gerne hier mache, ist Grundfertigkeiten, damit wir besser in den Angriff gehen können. Wäre das nächste auf 14? Ja, Erfahrungspunkte wären nicht schlecht, ja. 20%, 22%. 5000, okay, 2000 haben wir erst. Ja, meine Mitglieder, der eine ist ab und zu mal zwar am Spenden, aber die anderen sind eher weniger dran. Ja, wir werden auf jeden Fall jetzt weiter hier weiter trainieren. Wir haben 22 Trainingseinheiten noch. Das mache ich natürlich nicht während der Aufnahme. Das wäre jetzt total langweilig. Ich werde es jetzt aber mal starten und werde jetzt gleich dann immer weiter die fertig aufbrauchen und dafür sorgen, dass ich weiter in den Ranglisten und Kohle kriege und das Team weiterentwickle hier. Ich möchte das ja gerne mal fertig haben. Und ich möchte, also mir macht das wahnsinnig Spaß. Ich weiß nicht, ob es unbedingt auch was zum Zugucken ist. Ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben. Ich werde es aber wahnsinnig gerne nebenbei natürlich alle 2 Tage mal ein Video davon bringen. Es schadet ja nicht. Und außerdem, manchmal kann man auch ein paar Kniffe vielleicht entdecken, was man besser machen könnte. Oder ihr habt ein paar Tipps, was ich mache, besser machen könnte. Auf jeden Fall macht es mir wahnsinnig viel Spaß, das Spiel. Und ich werde es weiterbringen, auf jeden Fall, denke ich. Und wenn ich es alleine gucken muss bei YouTube. Auf jeden Fall macht's Spaß. Macht's gut. Tschüss.